Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Mein Name ist Dennis Schmidt-Voss und ich spreche die Rolle des Sergeant Pearson in Call of Duty World War II. Nachdem die letzten Teile ja alle effektiv und in der Zukunft gespielt haben, geht's jetzt wieder zurück zu dem realen Schauplatz des Zweiten Weltkrieges. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Ja, der Sergeant Pearson, den ich spreche, der hat eine relativ schwere Kindheit gehabt und seine Eltern sind während der großen Depression in Amerika pleite gegangen und er hat sich eigentlich in frühen Jahren schon um seine Geschwister gekümmert und hat anscheinend immer den Drang, sich selbst zu beweisen, dass er das Leben meistern kann. Hier. Verdammt, was soll das, Sergeant? Lassen Sie ihn, Sergeant! Wie war das? Ha? Wie ist das, ha? Wie finden Sie das? Viel besser! Du kleiner Pisser! Hey, Sie halten sich raus! Er ist ja ein sehr harter Hund, sag ich mal. Er ist sehr streng zu seinen Untergebenen. Das war ein Befehl! Möchte mal alles richtig machen. Die Geschichte ist, dass er in einem früheren Zeitpunkt während des Krieges viele Männer verloren hat, aufgrund einer Fehlentscheidung. Und er möchte, dass ihm das auf gar keinen Fall nochmal passiert. In Call of Duty World War II beginnt man im letzten Jahr des Krieges während der großen Invasion der Alliierten in der Normandie. Omaha Beach kämpft sich dann durch bis an die Westfront. Das ist der Weg der Kampagne. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Hi, ich bin Lara Trautmann und ich spreche die Rolle der französischen Widerstandskämpferin Rousseau. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann meinen Mann. Und schließlich meinen Sohn. Rousseau hat eine sehr wichtige Rolle im Spiel und vor allem im französischen Widerstand. Sie hat halt ihre ganze Familie an die Nazis verloren und deswegen ist ihre Motivation natürlich persönliche Rache, aber sie verliert nicht das große Ganze aus den Augen, nämlich ihr französisches Volk zu befreien. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Es ist sehr schwierig mit dem Thema Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg in Videospielen umzugehen. Aber gerade hier wurde das Thema sehr respektvoll und authentisch und sensibel behandelt. Ich bin halb Amerikaner, das heißt, mein amerikanischer Opa hat auf amerikanischer Seite gekämpft und mein deutscher Opa hat auf der deutschen Seite gekämpft. Das ist natürlich irgendwie eine verrückte Vorstellung, dass die beiden Großväter im Grunde gegeneinander gekämpft haben. Aber so war es halt wirklich. Das ist halt eine wahre Geschichte, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, dass das Spiel wirklich versucht, sensibel mit dem Thema umzugehen. Und nicht nur die amerikanische Heldenseite zu zeigen oder der böse Deutsche, sondern schon auch, dass man das Gefühl dafür bekommt, dass ein Krieg für alle Seiten schlimm ist und dass es im Grunde junge Männer sind, die versuchen zu überleben. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Also in den Szenen, die ich sprechen konnte und die ich sehen konnte, ist mir aufgefallen, wie emotional gut die getroffen sind, die Figuren. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl! Zur Hölle mit den Befehlen! Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? In der Bewegung, in den Gesichtern. Das fällt sehr auf und es wurde super umgesetzt. Das Schwein hat uns was vorgespielt. Hör damit. Das ist ja interessant. Für mich ist die Synchronisation in Videospielen sehr wichtig. Und vor allem ist es in den letzten Jahren immer besser geworden. Und ich persönlich als Gamerin kann mich halt auch sehr gut da reinfühlen, wenn ich dann im Studio stehe und das spreche und freue mich dann halt umso mehr, wenn es dann am Ende rauskommt und ich es spielen kann. Set, Kamera, Action! Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wenn ich dann manchmal so die fertigen Filmsequenzen sehe aus den Spielen, dann hat das doch schon wirklich was von großem Kino. Call of Duty World War II. Spiel die DLC-Packs 30 Tage früher, nur auf PlayStation 4. For the players. Das war unser... Das war Behind the Scenes von Call of Duty World War II.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und es ist ja auch ab sofort erhältlich. Wir werden uns nochmal treffen, um das Ganze nämlich anzuspielen. Auf jeden Fall. Guckt es euch an. Seid gespannt. Das ist ein Befehl.